Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und sie berechnen ihren Horoskopen anderes. Und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Liarelia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts, weil so war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und es ist wie eine Momentaufnahme. Es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und zeigt deinen Lebensplan, deine Seelenreise. Und die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist dein Werte, Wertschätzung, Finanzen und dann etwas Lernen, Austausch, Kommunikation, dich behaupten im Leben, dein Zuhause oder ein Basis finden in dein Leben, ein Fundament oder etwas gründen und Kinder und deine schöpferische Kraft. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, genauso wie du aber auch, weil du machst Lebensschritte in 7 Jahren Perioden und bei dir ist die Tierkreiszeichen Wassermann-Periode gerade begonnen und das wirkt in die kommenden 6 Jahre noch und du bewegst dich in diesem Boden, lernst du im Leitigkeit zu bleiben, lernst du deine Ideen verwirklichen, dann hast du einen Weitblick, verstehst die Zusammenhänge im Leben und lernst du, wie wichtig das ist, deinen Gefühlen, dass du einzigartig und außergewöhnlich bist. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Bei Sonnenbewegung ist das so, dass eigentlich unser Planet Erde bewegt sich, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, aus der Erde ausgesehen, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Wir nennen das auch, die Sonne bewegt sich, aber die Bewegung macht die Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und sie wandeln, sie bewegen sie sich und lösen etwas aus im Geburtshoroskop und wirken auf unserem Leben. Ich starte mit April 2019 mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem, ist auch die langsamste, je weiter ein Planet von der Sonne entfernt ist, umso langsamer ist es. Das kommt von Gravitation. Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und zeigt, wie wichtig das ist für dich im Alltag, auf den Wesentlichen konzentrieren, auch bei der Arbeit. Und wenn andere meinen, dass du überall funktionieren sollst, dann kann dazu führen, dass es alles zu viel ist und fühlst du dich erschöpft und müde und leidet darunter die Gesundheit. Neptun bewegt sich im Wassermann. Und diese Neptun-Energie löst hier aus, dass du lernst, Gefühle transformieren, auch deine Vorstellungskraft leben und lernen, deine Träume zum Leben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Umbrüche, Veränderungen kommen entweder im beruflichen
hier im Spitze des Horoskopes liegt die Berufung, dass du suchst deine wahre Berufung, und das ist schon außergewöhnlich, einzigartig. Das ist Uranus-Energie. Außerdem zeigt, wie du Respekt bekommst, wenn du das Gefühl hast und kannst das verinnerlichen. Ich bin einzigartig, außergewöhnlich, dann bekommst du auch hier Respekt. Saturn belehrt dich. Gibt es natürlich bei Saturn-Energie immer wieder mal Einschränkungen, aber wenn du wirklich in Richtung Berufung tendierst, dann Saturn unterstützt dich dabei und sorgt dafür, dass das befestigt wird. Jupiter bringt Glück, gibt Chancen, Möglichkeiten. Jupiter bewegt sich auch im Schütze. Und jetzt hast du die Chancen, beruflich dich verbessern. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Wo setzt du deine Kraft ein? Das ist am April im Stier. Und das bedeutet, wenn du deine Wünsche lebst, dann orientiere dich in diese Richtung und setz deine Kraft ein. Außerdem hier gibt es auch die Freundschaften, und das kann bedeuten, dass du dich da behaupten musst. Aber ist auch möglich, dass du eine Begegnung hast mit einer männlichen Person, entweder in einer Gruppe oder im Freundeskreis. Mars ist auch der Mann. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das kann bedeuten, dass deine weibliche Energie ändert sich etwas oder du veränderst dich innerlich und stehst mehr zu deiner Weiblichkeit oder hast du ein anderes Gefühl dazu. Im achten Lebensbereich sind auch Themen wie Sexualität und natürlich bei Venus-Energie, wo um Liebe geht, kann das auch ein Thema sein. Merkur ist auch im Wassermann. Und das kann Terminen, Verträgen bedeuten. Sonne zeigt die Monatsthema. Und die Monatsthema hier im Fische ist Reise oder Spiritualität. Dann kommt Ketu. Und Ketu zeigt die alten karmischen Erinnerungen. Dieser Rahu und Ketu, diese beiden karmischen Knoten, die Drachenkopf, und die Drachenkörper, es sind kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel, aber das bewegt sich auch. Ketu, was die alten Karma symbolisiert, bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze ganzes Jahr und Jahr 2020 auch noch. Und hier sind bei die Schütze die karmischen Themen. Hat mit Vergangenheit was zu tun. Und der Drachenkopf, was die Seele gerade braucht und sucht auch, ist auf die Suche, ist hier im Zwillingen. Ganzes Jahr. Und 2020 auch noch. Also ziemlich lang. Und das sind karmische Themen. Hier im 12. Lebensbereich sowieso. Und das bedeutet für dich immer wieder zurückziehen, meditieren, stärken dein höheren Bewusstsein, in Verbindung sein zu deiner Intuition, auch zum Göttlichen. Und falls du geheime Feinde hast, das auch mal wahrnehmen, nicht davonlaufen, sondern dich behaupten. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, hat auch einen Sinn, weil dann sollen wir langsam tun, nicht so stürmisch voranrennen. Oder muss etwas noch überprüfen. Oft sind das Themen von Vergangenheit oder karmischen Themen. Manchmal meldet sich jemand von Vergangenheit und aktiviert diese Thematik. 11. April ist Jupiter rückläufig. Wenn du dich jetzt vergrößern möchtest im Beruflichen, dann bremst es Jupiter und sagt, mach langsam, überprüf noch etwas. 25. April ist Pluto rückläufig hier im Schütze, und das hat mit deinem Alltag was zu tun, mit deiner Arbeit was zu tun, auch mit Gesundheit was zu tun, und dieser Pluto zeigt, überleg mal,
Was war in Vergangenheit? Was solltest du verabschieden? Was sollst du abschließen? Da hast du wieder Kraft. 30. April wird Saturn rückläufig. Saturn lenkt die Schicksale, hütet der Karma, hat wieder mit Vergangenheit was zu tun. Oder wenn du verändern möchtest, beruflich, dann Saturn bremst es nochmal. Und, oder zeigt, das ist da gar nicht der richtige Weg, jetzt mach langsam, überleg es nochmal. 19. April ist Vollmond im Waage. Ein Vollmond beleuchtet etwas und das sollen wir klar und deutlich sehen. Thema ist die Wohnsituation. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond steht in Spannung, was wir auch spüren. Das ist Spannung, Nervosität, Unsicherheit im Steinbock. Thema ist Partnerschaft. Mai 2019. Sonne ist im Widder. Monatsthema ist, dass du Anerkennung bekommst. Monatsthema ist, dass du deine Ziele erreichen sollst. Monatsthema ist deine Berufung leben. Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Rückläufig kehrt wieder zurück. Thema ist Kinder, innere Kind, Lebensfreude, schöpferische Energie. Und Venus und Merkur ist im Fischen. Und das kann bedeuten Kontakt im Ausland mit einer weiblichen Person oder Spiritualität, etwas Neues lernen von einer Frau oder mit einer Frau. Oder bist du einfach da kreativ und entdeckst diese Schönheit. 4. Mai ist Neumond im Widder und das bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit. Wie erreichst du deine Ziele? Was sind überhaupt deine Ziele? Bedeutet auch, wo liegt deine Berufung? Neumond heißt nämlich Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Jetzt ist wieder die Bewässerung eingeschaltet, das sind die Hintergrundgeräusche. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond löst Unsicherheit aus, das ist ein unsicheres Auftreten. 18. Mai ist Vollmond im Waage, beleuchtet deine Wohnsituation. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder Unsicherheit, Spannung in die Liebe, Partnerschaft. Juni. Sonne und Merkur ist im Stier und das kann bedeuten, dass du Kontakte hast mit Freunden oder du meldest dich an in eine Gruppe oder einen Verein und unterschreibst du einen Vertrag. Mars ist in den Zwillingen und das kann bedeuten, dass du müde, erschöpft bist, dann brauchst du diesen Rückzug, dass du wieder Kraft hast. Oder hast du Kontakt mit einem Mann und das sollte niemand wissen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und musst du dich behaupten und durchsetzen. Und Venus befindet sich immer wieder. Und das bedeutet, dass du als Frau wahrgenommen bist und bekommst Komplimente. Kann auch bedeuten, dass du eine kreative Arbeit hast oder selbstständig. Venus steht auch für Selbstständigkeit. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person unterstützt dich. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Das löst aus deine Träume, Nachdenklichkeit. Oh, was war mal früher mein Traum? Oder deine Talente, Fähigkeiten, deine Kreativität. 3. Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet nachdenklich sein. Was sind deine Wünsche?
Was sind deine Sehnsüchte? Oder nachdenklich sein, wen kannst du in deinem Freundeskreis vertrauen und wen kannst du aber nicht vertrauen? 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hat mit Finanzen was zu tun in diesem Tag. Nichts kaufen, nichts investieren, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion, beläutet die Themen Kinder, Lebensfreude. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, Spannung auf Reisen. Und Juni passiert was Wichtiges. Und zwar Ketu ist im Schütze, hat mit Vergangenheit, karmischen Themen was zu tun. Saturn hütet die Karma, ist auch rückläufig, auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig, hat auch was mit Vergangenheit was zu tun. Und die bilden sich eine sogenannte Konjunktion und sie wirken zusammen. Das heißt, Pluto und Saturn befinden sich genau auf diesem Knoten, auf diesem karmischen Knoten. Juni 2019 und aktiviert hier Vergangenheit, Erinnerungen oder Begegnungen von früheren Leben. Die Seelen finden sie sich wieder und das im beruflichen Umfeld oder im Alltag. Juli 2019. Mars ist im Krebs und das kann bedeuten, du musst dich durchsetzen, dich behaupten. Kann auch bedeuten, dass du Sport machst und Bewegung. Kann auch bedeuten, dass du eine Begegnung hast mit einer männlichen Person und dieser Mann wirkt auf deine Persönlichkeit, sogar auf dein Aussehen. Sonne und Venus ist in Tierkreis, zeichnen Zwillinge. Und das kann bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast. Mit Venus sind das Liebesgeheimnisse. Dann erzähl niemand, weil das wird weiter getratscht. Die Sonne bringt das ins Licht. Kann auch bedeuten, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse und plötzlich öffnet dein Auge für etwas und erkennst du etwas. Merkur ist hier im Krebs und das bedeutet, die Gespräche, Kontakte nehmen zu. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass die Termine gehen nicht voran. Oder wenn es um eine schriftliche Sache handelt oder Verträge, sollst du das nochmal überprüfen. Kann auch bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und du bekommst eine Nachricht. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen und das bedeutet für dich Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, hier ist die Spannung mit Verwandten oder mit Konkurrenten. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis, hier im Schütze Mondfinsternissen haben immer karmische Themen, weil das findet immer im Mondknoten statt und das löst wirklich hier karmische Themen nochmal aus. 25. Juli ist Halbmond im Fischerspannung auf Reisen. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. Das kann bedeuten, dass du ein tiefes Wissen hast und untersuchst etwas und schaust in die Tiefe oder erkennst die Ursache an etwas. Sonne und Venus ist im Krebs. Deine Weiblichkeit kommt in Glanz, bist du auch wahrgenommen. Und Mars ist auch hier im Krebs
Und Mars und Venus sind die zwei Liebesplaneten und das ist schon eine Liebesenergie, ist auch dein Monatsthema. 12. August wird Jupiter direktläufig. Das geht alles voran, hast mehr Lebensfreunde oder bewegt sich etwas mit deinen Kindern. 12. August wird Uranus rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, du brauchst Anerkennung, aber es sind noch Erinnerungen da. Und versuchst von schlechten Erinnerungen verabschieden. Und sorg dafür, dass du wirklich Respekt bekommst im Leben. Oder wenn das in Berufung geht, dann sollst du noch neu orientieren oder überlegen, was kannst du verbessern. Kann natürlich auch Vergangenheit bedeuten, jemand meldet sich von Vergangenheit, unterstützt dich beruflich und bringt dich zu neuen Ideen. 1. August ist Neumond im Krebs und das bedeutet, sei zurückhaltend. 7. August ist Halbmond im Waage, Spannung zu Hause oder kleine Reparatur kann auch bedeuten, dass jeder hektisch ist, das spürst du, die Nervosität, ist besser zu Hause bleiben, in Ruhe bewahren. 15. August ist Vollmond im Steinbock, beleuchtet Thema Partnerschaft. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung im Arbeit oder du hast das Gefühl, dass du übersehen wirst, bekommst zu wenig Anerkennung. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt und das aktiviert hier die Finanzen, nachdenklich sein. Und Regulus ist das Herz der Löwe, diese königlichen Stelle. Denk nach, was ist für dich wertvoll? Diese Nachdenklichkeit brauchst du in diesem Tag. September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und das ist wichtige Monatsthema, um deine Werte achten, um die Finanzen kümmern. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung und beruflich oder in dein Alltag geht alles in andere Richtung und bewegt sich endlich alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion, Spannung mit Kindern oder Erinnerungen von Kindheit, was dich noch belastet oder traurig macht. 14. September ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet hier Themen mit Ämtern oder Erbschaft oder ist dir ganz bewusst, wovon du verabschieden möchtest. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Freunden oder wenn das um deine Wünsche geht, dann fangst an daran zum Zweifeln. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich sein über die Werte und Finanzen. Oktober 2019, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist dich behaupten gegen Konkurrenten und Rivalinnen. Monatsthema ist Informationen, Wissen, Austauschen. Bei Mars und Venus handelt es sich hier um Liebesenergie. Das ist dieser Liebespaar. Das ist auch möglich, eine kleine Reise mit deinem Partner oder jemand begegnen in einer Schulung oder in einer vertrauten Umgebung. Und Merkur ist im Waage, das kann bedeuten, dass du zurückziehst, zu Hause bist, lernst du etwas oder liest du ein Buch, kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, was mit deiner Wohnsituation, was zu tun hat, wie Mietvertrag oder Kaufvertrag oder bekommst du eine wichtige Nachricht. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung im Alltag oder Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond im Fisch, das beleuchtet die Thema Reisen, wohin geht die Reise.
21. Oktober ist Halbmond in den Zwillingen und das bedeutet Nervosität, Unsicherheit ist wichtig, Rückzug, die Ruhe bewahren. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, hier ist auch wichtig, der Rückzug. November 2019. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist dein Zuhause. Dann Merkur, Venus ist im Skorpion und das bedeutet Gespräche mit Kindern oder Gespräche über Kreativität, Lebensfreude, etwas gestalten, da handeln, das ist auch Merkur-Energie, Merkur handelt auch. Und Mars befindet sich im Jungfrau. Und da sollst du dich behaupten gegen Konkurrenten, aber auch in Verwandtschaft. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur wieder direktläufig. Ab 28. November wird Neptun direktläufig und das heißt, das beginnt endlich deine Träume verwirklichen, das zum Leben. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung in die Partnerschaft oder du bist unsicher an etwas. 12. November ist Vollmond im Widder, das ist Glanz, da bekommst du Anerkennung, bist du gesehen, gesehen, gesehen werden. 19. November ist Halbmond im Krebs, das ist eine unsichere Auftreten. 26. November ist Neumond im Waage. Rückzug, Nachdenklichkeit über die Wohnsituation. Dezember 2019 Jupiter übergeht im Schütze, bleibt auch ganzes Jahr im Schütze und gibt dir Chancen, Möglichkeiten beruflich verbessern oder dein Alltag besser meistern oder hast du viel Glück im Alltag. Mars und Merkur ist im Waage und das kann bedeuten, dass du hier einen Vertrag unterschreibst mit einer männlichen Person oder kommt eine männliche Person im Haus, kann auch eine Reparatur sein. Aber ist auch möglich, dass du müde, erschöpft bist und sollst du zurückziehen, bis du Kraft hast wieder und du liest oder lernst du etwas. Kann auch bedeuten, dass du eine wichtige Nachricht bekommst von einer männlichen Person. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist Kinder oder Wandlung, Erneuerungsprozesse, Kreativität und Venus befindet sich im Schütze. Bringt dir auch Glück im Alltag, im Arbeit, bedeutet auch, dass du kreativ bist oder etwas verwirklichst Richtung Selbstständigkeit oder dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person im beruflichen Umfeld. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und das bedeutet eine gewisse Spannung mit Ämtern. Oder kann auch bedeuten, dass du etwas festhalten möchtest, sollst du aber davon verabschieden. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Dann ist dir klar, was für Wünsche, Sehnsüchte du hast und wie du das verwirklichst. Und Klarheit über Freunde, Freundeskreis. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Aufpassen mit Geld, nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. Und 26. Dezember ist Neumond im Schütze, nachdenklich sein, wie gestaltest dein Alltag und nachdenklich über die Arbeit. Januar 2020.
Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Arbeit, Gesundheit, dein Alltag meistern, das sind Gespräche oder kann auch bedeuten Terminen oder Arbeitsvertrag. Venus ist im Steinbock und Mars ist im Skorpion. Mars zeigt deine schöpferische Energie, aber kann auch eine männliche Person sein, wo dir Lebensfreude schenkt. Und Venus ist im siebten Lebensbereich, hat auch mit Liebe, Partnerschaft was zu tun. Die Liebesenergie fließt hier. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Partnerschaft und Venus, Merkur ist im Wassermann. Und das kann Terminen bedeuten oder Verträgen, kann aber auch bedeuten, dass die Venus-Energie, dass du die Leidenschaft lebst und deine Weiblichkeit. Und Merkur erinnert dich an die Jugend und hier befindest du wieder einen Erneuerungsprozess, Einwandlung, vieles verabschieden, loslassen, Erinnerungen. Und das ist wie eine Erneuerung in die Liebe und in deine weibliche Energie. März 2020. Pluto und Saturn übergeht im Steinbock, aktiviert bei dir Partnerschaft und sie bleiben ziemlich lang. Saturn etwa 2 Jahre lang bringt die Partnerschaft in Form, in Ordnung, sorgt dafür, dass Sicherheit, Stabilität und Struktur kommt. Bei Pluto zeigt sich hier in Partnerschaft von vielen Dingen verabschieden und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und diese Zeit ist wirklich das Wesentliche, die Partnerschaft befestigen, in Ordnung zu bringen. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Da wird einiges geklärt. Hast du Terminen, Gesprächen? Und Mars befindet sich im Schütze und das zeigt deine Kraft, dass du dich behaupten kannst beruflich. Möglich ist auch, dass eine männliche Person dich unterstützt oder dass du kennenlernst eine männliche Person im beruflichen Umfeld. Und Venus befindet sich hier im Widder und zeigt Glück in Berufung oder Liebe im beruflichen Umfeld. Oder deine Kreativität, eventuell Selbstständigkeit, das kann Venus-Energie auch auslösen. Liebe Liarelia, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.